willkommen bei Osnabrück TV. Ich dachte mir, bevor die Saison wieder losgeht, muss ich unbedingt nochmal mit Michael Bürgel sprechen, dem neuen Coach von Viktoria Gemhütte. Michael, so schnell geht das und da bin ich auch schon. Ja, hallo. Ja, danke. Michael, du hast ja schon als Trainer Erfahrung sammeln können. Du warst 2000 bis 2002 warst du in Diepholz Trainer, hast da die Herrenmannschaft trainiert. Danach bist du nach Lohne gewechselt in den Jugendbereich, hast dort die U15 und die U17 trainiert. Von Lohne hat es sich dann zum VfL Osnabrück gezogen. Auch da bist du im Jugendbereich geblieben und hast dort die U14, U15 trainiert. Jetzt letztendlich zieht es dich wieder im Herrenbereich. Was reizt dich denn daran, jetzt wieder im Herrenbereich zu trainieren? Ja, was reizt mich? Also es war immer mal so der Wunsch, dass man sicherlich irgendwann mal wieder in den Herrenbereich zurückwechselt. Denn ich denke mal, mittlerweile ist es so, dass die Spieler, die man früher auch in den Jahrgängen hatte, beim DFB eben halt als Stützpunkttrainer oder selbst auch nebenbei beim Niedersächsischen Fußballverband, dass die Jahrgänge mittlerweile wieder alle im Herrenbereich sind und man immer noch wieder gute Kontakte pflegt. Und das war letztendlich auch mal so der ausschlaggebende Grund zu sagen, wir wollen auch mal wieder eine andere Herausforderung haben, weil Jugendfußball, Jugendleistungsfußball ist nicht nur alles, sondern ist sehr anspruchsvoll auch. Und die Aufgabe beim VfL war auch sehr anspruchsvoll. Und ich denke mal, wenn man viermal in der Woche trainiert, möchte man vielleicht auch mal ein bisschen in ruhigere Fahrwasser treten. Und ja, wie gesagt, das Angebot kam und schnell zugeschlagen. Aber wird es wirklich ruhiger im Herrenbereich? Ich denke, vom Zeitaufwand sicherlich. Aber man hat eben halt auch mehr Zeit und Lust und Muße, eben halt auch mal den einen oder anderen Sportplatz zu sehen, hier in der näheren Umgebung, was eben halt im Vorfeld eben halt nicht so möglich war. Denn weite Fahrten nach Lübeck, Kiel oder wie auch immer, da hast du nicht so die Möglichkeiten. Ja, richtig. Hier am Rehlberg, nach dem Abstieg aus der Landesliga, war der Aderlass ja doch relativ groß in der Mannschaft. Und du musst ja fast eine komplett neue Truppe aufbauen. Ist so, sicherlich ein hartes Stück Arbeit, aber macht natürlich auch Spaß. Was meinst du, wie optimistisch bist du, dass letztendlich da eine gewisse Harmonie reinkommt in deine neue Truppe? Ich bin eigentlich sehr optimistisch. Wie gesagt, im Vorfeld war es einfach so, dass als die Trainerfrage eben halt zutage kam, dass gesagt worden ist, ja, so 12, 13 Spieler werden bleiben, dass wenige Spieler also den Verein verlassen werden. Mhm. Im Endeffekt kam es halt anders und wie gesagt, da muss ich auch meinem jetzigen Co-Trainer, dem Christian Hebeler, auch sehr viel danken, der sehr, sehr viele Kontakte auch in diesen Bereichen hatte, weil er so aus dem westfälischen Bereich kommt und wir sehr, sehr viel dadurch eben halt auch sehr viel Kontakte erzielen konnte, sehr viel Gespräche geführt haben und wir wirklich auch auf den Charakter bei den Gesprächen gelegt haben, weil es gibt viele Spieler, die einen sportlich sicherlich uns weitergeholfen hätten, aber eben halt vom Charakter her nicht in die Truppe passen oder möglicherweise nicht gepasst hätten. Und mit der Auswahl, die wir jetzt getroffen haben, sind wir eigentlich sehr, sehr, sehr froh, sehr glücklich. Und das zeigt auch bislang die Trainingsarbeit und auch ja letztendlich die Testspiele, die wir bislang bestritten haben. Weil so eine gewisse Harmonie in der Mannschaft, das ist ja auf Dauer für die Saison, ist ja schon ganz wichtig, ne? Ja, also wie gesagt, also die Jungs verstehen sich untereinander sehr gut. Also wir haben eine Top-Team, Top-Stimmung dabei im Moment. Alle sind erfreut, wieder zum Training zu kommen. Und das stimmt uns als Trainerteam natürlich besonders froh. Alle haben richtig Bock und sind heiß. Was willst du mehr als Trainer? Ja, hier in Hütte bei Viktoria wird ja seit Jahren schon wirklich gute Jugendarbeit geleistet. Die Jugendmannschaften spielen hoch. Und was meinst du, woran hat es gelegen, dass in den letzten Jahren wenig Talente gehalten werden konnten und in der ersten Mannschaft integriert werden konnten? Woran liegt das und was willst du daran ändern? Ja, woran liegt das? Das liegt sicherlich in der einen Hinsicht möglicherweise an den sportlichen Ligen, weil viele Talente, die hier gut ausgebildet sind, natürlich auch irgendwo entweder im westfälischen Bereich, so wie in diesem Jahr, beim TuS Hiltrup landen, in der Westfalenliga oder eben halt jetzt auch in der Landesliga bei Nachbarvereinen, Hollage, Rotenfelde etc. Die freuen sich natürlich,
Zu Recht, weil ich denke, dass sie wirklich gute Spieler bekommen. Wir hätten sie auch sicherlich sehr gerne behalten. In diesem Jahr sicherlich ja, haben wir ein bisschen Pech gehabt, weil wir einfach oder die Trainerfrage ein bisschen spät kam, sodass auch letztendlich die Gespräche mit den Jungs nicht so geführt werden konnten, wie wir uns das auch selber erhofft haben. Sie waren also relativ weit in den Gesprächen. Ja, dann kam sicherlich auch der Abstieg dazu, was sicherlich auch nochmal ein ausschlaggebender Grund war. Aber wie gesagt, wir zukünftig sicherlich andere Wege gehen wollen. Und das muss auch so sein. Ansonsten, wie gesagt, haben wir wirklich ja, diese guten jungen Talente nicht mehr bei uns. Und das wäre schade auch für den Verein, weil wir langfristig eben halt oder wir eben halt als Team da auch oft drauf bauen. Und darum werden wir auch eben halt jetzt versuchen, sie frühzeitig an uns zu binden. Ja, macht sicherlich Sinn. Aber wird auch ein harter Weg, die Jungs zum Bleiben zu überreden. Ja, sicherlich, aber man muss den Jungs auch jetzt bei uns natürlich auch eine sportliche Perspektive bieten. Und die sportliche Perspektive kann man eher oder am schnellsten bieten, wenn du eben halt sportlich Erfolg hast. Nach Möglichkeit, ja, es Todesseide gleich machst, nach dem Abstieg möglicherweise gleich wieder aufsteigst, ja. Dann hast du es sicherlich wesentlich einfacher, als wenn du vielleicht nochmal eine zweite Runde in der Bezirksliga spielst. Ja, und damit sind wir auch schon fast bei der letzten Frage. Deine Saisonziele oder eure Saisonziele und kennst du die Liga? Wie schätzt du die Liga ein? Also durch die Reformen insgesamt, die ja nun auch da passiert sind, ist es sicherlich so, dass wir 4, 5 Mannschaften sicherlich in der Bezirksliga haben werden, die sicherlich dominant sein werden. Ja. Sicherlich, man kennt die Mannschaften, auch die dominant oben sein werden, die als Meisterschaftsfavoriten gehandelt werden. Aber ich kenne viele Mannschaften, also ich habe auch schon viele Jungs und in Mannschaften gesehen. Auch durch die vielen Gespräche, die wir geführt haben, hat uns auch der ein oder andere Weg zum Sportplatz geführt. Mhm. Und ja, also das Ziel ist sicherlich auch für uns, ja, den Jungs, die nachkommen, sprich den A-Jugendlichen im älteren Jahrgang, eben mal eine sportliche Perspektive zu bieten. Und das versuchen wir über eine gute Trainingsarbeit, über ein gutes Wir-Gefühl und letztlich natürlich über den sportlichen Erfolg. Denn wir wollen, das ist auch das Ziel, nach Möglichkeit ganz oben mitspielen. Langfristig wieder aufsteigen, auf jeden Fall, wenn es geht, ziemlich schnell. Eher kurzfristig. Okay. Ja, wir vom Osnaball werden euch natürlich begleiten, wie alle anderen auch. Wünschen dir und deinem Trainerteam alles Gute. Und drücken die Daumen und vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Danke.